Hallo und herzlich willkommen zu unserem Livestream von Sky Saga Infinite Isles. Ja, das Spiel ist in einer Closed Alpha. Ja. Und ja, ich habe vor ein, zwei Tagen Zugang zu dem Spiel bekommen und dachte mir, ja, probier's doch mal aus. Ich hoffe, ich bin einigermaßen laut genug. Ich habe nämlich im Moment so ein paar leichte Probleme mit meinem Mikrofon. Ich versuche das zu kompensieren, indem ich etwas lauter rede. Ich weiß jetzt nicht, also meine Anzeige schlägt nämlich nicht gerade besonders aus. Ich versuche mal, mein Mikrofon ein bisschen näher zu stellen. So. Gut. Aber ich kann in meinem noch was ausprobieren. Mal gucken, das kann sein, dass es jetzt ein bisschen knackt und kirscht. Aber ich kann auch so lange mein Mikrofon noch deaktivieren. Moment. So, Test 1, 2, 3, jetzt müsste ich eigentlich etwas lauter sein, hoffe ich. Ja, gut. Ja, ich habe das Spiel selber noch nicht angetestet. Ich weiß nur, dass es auch so eine Art Voxel-Spiel ist, also so ungefähr so, ne? Man sieht das auch schon so ein bisschen in der Grafik. Alles so ein bisschen klötzchenartig und solche Spiele mag ich ja. Und ich dachte mir, jo, das Spiel muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ja, wir haben jetzt verschiedene Rassen. Das Spiel ist sogar schon jetzt in Deutsch, wie man das sieht. Obwohl es noch in der Alpha ist, finde ich auch richtig geil. Ja, schauen wir mal. Rawling sind elegant, stolz und heftig. Sie natürliche Führer machen. Hä? Okay. Oh. Lion. Ja, ist schon mein Favorit, da ich vom Sternzeichen auch Löwe bin. Aber wir gucken mal weiter. Ander haben eine mutige Abenteuergeist. Sie machen Freude, Freunde, wohin sie gehen. Okay. Das ist ein Klasse, die Rasse Ender, genau, okay. Der sieht auch ein bisschen cool aus, so, was heißt ein bisschen, also sieht schon cool aus, so ein bisschen Zelda-like. Ich weiß ja nicht, wie viel Helden ich erstellen darf und ob die welche unterschiedlichen Angriffstechniken die alle haben, weil diese Klasse finde ich auch ganz cool. Dann haben wir noch den Skala. Skala sind klug, furchtlos und kann jederzeit geltend gemacht werden, wenn sie Zeiten. Oh, wenn die Zeiten hart werden. Ich hab's auch immer mit dem Lesen. Dann haben wir noch den Skura. Ja, das ist natürlich auch gar so ein Äffchen. Ne? Auch ganz cool. Skura sind schlau, verspielt und neugierig. Sie lieben Risikos einzugehen. Ja, gut, wir machen jetzt aber mal. Würde ich sagen, den Löwen. Suchen wir mal eine interessante Farbe aus. So. Ja. Jedes Mal wird man irgendwie so ein bisschen gestört, wenn man eine Aufnahme macht. So, ich hoffe, jetzt kann ich noch mal ein bisschen aufnehmen hier. So, Haare. Moment mal. So. Die Haare machen wir mal etwas rot. Signaturfarbe machen wir so fortfahren. Hallo, wir haben gesehen, wie du an der Stadt vorbei gerast und auf der Insel abgestürzt bist. Sag mir, dass du sicher bist und dein Luftschiff noch fliegt.
Das sagt da so eine geheimnisvolle Stimme. Mir geht es gut, aber mein Luftschiff ist nicht in Ordnung. Es ist so gut, deine Stimme zu hören, Freund, sagt die geheimnisvolle Stimme. Okay, hier ist mein Plan. Damit du in der Stadt kommst, finde ein einfaches Werkzeug wie zum Beispiel einen scharfen Stein. Berge alles Mögliche von deinem Luftschiff und sammle den Rest der Gegenstände ein, die du für den Bau eines neuen brauchst. Das klingt kompliziert. Ja, it's easier than it sounds and I will help you every step of the way. Also der will mir da immer mal zwischendurch helfen. Danke, ich werde mit der Suche nach dem scharfen Stein beginnen. So, das Ganze scheint in der Ego-Perspektive zu sein. Das hatte ich schon in so Short-Videos gesehen, die ich mir mal so angeguckt habe. Richtige Let's Plays dazu habe ich mir noch nicht angeguckt. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, was und wie und wo und überhaupt hier so vonstatten geht. Pick up a Schabstone. Ja, dann gucken wir doch mal, ob wir irgendwo eine Schabstone finden. Oh, hier ist ein Huhn. Was können wir mit dem Huhn machen? Hallo Huhn. Gar nichts können wir mit dem Huhn machen. Okay. Die Maus, es könnte ruhig ein bisschen schneller sein. Ach, hier ist der scharfe Stein, aber ich versuche mal eben kurz die Maus ein bisschen schneller zu stellen. Steuerung. Speichern. Fortfahren. Ah, schon etwas besser. Kann sein, dass ich noch ein bisschen schneller stellen muss. Ja, so. E aufheben. Open your inventory with I and right click the Schabstone. Die Schabstone. Okay. Gewöhnlich, Werkzeuge und Waffen. Kann als Hilfswerkzeug verwendet werden, welches zu einer Spitzhacke aufgerüstet werden kann. Besorg die eine Chronicle in der Stadt des ersten Lichts, um mehr über dieses Objekt zu erlernen. Und jetzt? Rechte Maustaste. Find parts to build a new airship. Okay. Break the crashes airship for parts. Explore beyond the open doorway. Find wooden rods. Nein, Roots oder so ähnlich. Use your digging tool to collect logs. Ja, jetzt haben wir den scharfen Stein hier in der linken Hand. Und können damit rumprügeln. Das sieht ein bisschen komisch aus. Können wir eigentlich auch in die Third-Person-Sicht wechseln oder geht das nicht? Muss ich mal gucken, weil ich spiele lieber in Third-Person-Sicht. Solche Spiele finde ich jedenfalls. Benutze Oberfläche, Minikarte, Verberge, Zugänglichkeit. Aha, okay. Das lassen wir mal alles so. Grafik, okay. Ja, mehr können wir jetzt hier nicht sagen. Steuerungstechnisch, da muss ich hinterher nochmal genauer gucken. Falls wir da jetzt mehrere Folgen machen sollten. So, wir sollen jetzt hier hin oder was? Hier ist ein Pfeil. Ich habe das Ding ja noch ausgewählt gehabt. Jetzt machen wir das Ding erstmal kaputt. Sammeln die Materialien ein. Pick up the airship engine. Okay, können wir das jetzt hier auch machen hier? Ja. Okay. So. Dann wir gucken. Briefkasten verwenden. Du hast den Briefkasten noch nicht freigeschaltet. Okay. Brauchen wir auch nicht. So. Was haben wir hier? Better tools can mine sewer blocks. Find a tree or root, gather some logs, then craft a stone pickaxe. Also wir brauchen irgendwelche besseren Materialien, um dieses
diese Steine hier zu kaputt zu machen. Was hier? Kann man das auch hier alles mitnehmen oder? So, Holzfällerkiste öffnen. Himmelholzstab. So. Oh, also haben wir jetzt schon mal einen hier Himmelholzstab. Was haben wir hier noch? Noch so ein Teil. Okay, wir brauchen aber noch eins. Ist hier da, vor unserer Nase. Use your digging tool to collect logs. Ja, was sind Loks? Ich habe keine Ahnung, was Loks sind. Kann man das hier kaputt machen? Nicht wirklich, wahr? Hm. Ja, das ist das immer, wenn man kein Englisch kann, ne? Soll ich jetzt vielleicht diese komischen, seltsamen Steine hier? Inventory. Kann ich jetzt da vielleicht Aufgaben? Vielleicht sollen wir jetzt, haben wir jetzt irgendwo hier so ein Crafting? Besorge dir ein Chronicle in der Stadt. Du kannst Himmelholzstab nicht ausrüsten. Ja. Komme ich natürlich schon richtig weit, weil ich hier so viel Englisch kann, ne? Habe ich jetzt schon wieder das Ding nicht in der Hand? So, Linkern. Geht das vielleicht trotzdem kaputt? Naja, mal. Okay, haben wir irgendwo ein Crafting-Menü oder so? Ach, das ist das doch hier. Handfertigung. Aha. Wähle ein Design aus. Scharfer Stein und Holz. Ja. Holzscheit. Haben wir aber nicht Holzscheit. Wir brauchen Holz dafür, ne? Ja, Freunde. Ne? Kann man die Kiste kaputt machen hier? Kann ich irgendwo noch. Ja, hier Holz. Guck an. Guck an. Ach, das sind Loks, okay. Wunderbar. Open your handcrafting menu and make a stone pickaxe. Ja, machen wir das doch mal, aber erstmal kriegen wir den Rest auch noch hier abgehackt. Nehmen wir es auch noch mit. Was ist das hier eigentlich? Kommt man hier rein? Guck an, ey, habe ich auch schon wieder verpasst. Hier können wir auch noch überall einfach mal eine Runde stöbern oder wie? Oh, jetzt auch noch mehr. Huhn, Huhn. Zack, zack. Denke mal, da können wir bestimmt noch einiges von gebrauchen. Was ist das hier? Kann ich den auch kaputt machen? Gut, dann crafte ich jetzt doch erstmal hier. Vielleicht mit rechter Maus hier draufklicken vielleicht. Besorge dir eine Chronicle in der Stadt des ersten Lichts, um mehr über dieses Objekt zu erfahren. Ja, das ist mir klar. Ziehe Gegenstände hier rein. Okay, dann machen wir das doch mal. Aha. So. Schon einmal eine bessere Waffe. Also was heißt Waffe, aber eine. Oh, geht das schon viel schneller. Weiß jetzt nicht, ob das Ding irgendwie eine gewisse Haltbarkeit hat oder so. Zeig mit den Hühnern, ich will sie nicht unnötig killen, ne? Wir nehmen jetzt einfach mal hier alles mit, was wir hier so kriegen.
So, was schauen wir denn da hinten? Da kommen wir aber, glaube ich, nicht hin, weil. Sieht ja auch cool aus. Ja, die Musik ist auch ziemlich stimmig. Würde sagen, dann machen wir jetzt einfach mal hier so eine halbe Stunde Einführung. Und dann werde ich auch den Stream wieder beenden. Muss ich mal abchecken. Ich habe nämlich Post, also ein Paket bekommen. Muss ich das mal gucken gleich hier. Oh, dann kriegen wir die jetzt bestimmt auch kaputt, oder? Ja, guck an. Alles mitnehmen. Was haben wir jetzt in der rechten Hand? Scharfer Stein. Scharfer Stein. Man kann echt alles kaputt machen, ne? Ja, cool. Es kann natürlich sein, dass die Hühner die ersten Gegner sind. Aber die sind so süß. Die sind so schön am Schlafen. Die werde ich nicht killen. So. Hier können wir auch bestimmt hoch, oder? Ich sehe schon, komm, gleich haben wir uns hier total verlaufen. Was heißt eigentlich hier diese? Ach so. Hier können wir auch noch längst. Immer her damit. Aber wenn wir noch diese Ressourcen hier unten, ne? Hier. Wo ist es denn hin? Use your digging tool to gather airship parts. Mondsteinblock. Aber warum haben wir denn hier keinen Mondsteinblock gehabt? Oder droppen die nicht immer? Nicht, dass uns dann nachher einer fehlt hier, weil er irgendwie nicht da war, ne? Okay. Aber jetzt kommen wir hier bestimmt durch, oder? Wunderbar. Da, 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 da. Ich denke mal, wir haben das Tutorial so gleich durch. Alles kaputt machen hier. Ja. Ach so, mit rechter Maustaste kann ich dann bauen. Interessant. Nehmen einfach mal wieder alles mit hier. Sammeln, sammeln, sammeln. So, hier haben wir eine Truhe. Oh. Sonnen irgendwas. Oh. Okay, was hiermit? Megalith verwenden. Dies ist ein Megalith. Eine uralte und mächtige Technologie. Du kannst sie noch nicht verwenden. Jedoch wird dir alles am Ende deiner Tour durch die Stadt offenbart. Ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was es tut. Ich will das aber jetzt machen, ja. Was ist denn, wenn ich das kaputt mache? Königskristall. Ja, ist natürlich gut, weil ich jetzt nicht weiß,
Aufgaben. Find and parts. Ja, wir haben ja alles. Use Storm Pickings blocked or place blocks to rebuild the stairs and escape. Kann ich das jetzt auch einfach hier machen oder was? Ach, ich sollte mir bestimmt einen Weg da hoch bauen. Da zu diesen. Ah, ja. Auf diese schwebenden Plateau-Dinger da, ne? Die wir da gesehen hatten. Ich denke mal, da soll ich mir einen Weg hinbauen. You have all the parts you need, no handcraft. Ach so. Okay. Luftschiff. Entworfen von Ingenieuren des, der Gefolgschaft der Adener, was diese dieses kleine Luftschiff ursprünglich für kurze Flüge und Erkundungen in einem Gebiet gedacht ist. So, wahrscheinlich. Kann ich das auch mit rechter Maustaste einfach? Ah ja, cool. Ja, wir brauchen noch das und das und Handwerk. Da. So, und jetzt? Place your ship. Luftschiff verwenden. Bist du bereit, in das Luftschiff zu steigen und loszufliegen? Ja. Infinite, Sky Saga, Infinite, Eisel und so. Wird geladen und so. Ja. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, wir beenden jetzt den Stream, wenn jetzt kein Video mehr kommen sollte. Und ja. Ihr könnt bei der nächsten Folge gespannt sein, was als nächstes auf uns zukommt. Ich hoffe, euch hat das Let's Play einigermaßen gefallen, auch wenn ich nicht so professionell bin wie andere. Für mich ist es einfach nur ein Spaßprojekt, Videos zu machen und will damit jetzt nicht unbedingt so erfolgreich werden wie andere große YouTuber. Da müsste ich schon ganz anders auftreten. Ne? Trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Daumen nach oben gebt oder ja, mir ein Abo hinterlasst, ne? Und da ist auch das Spiel einfach abgestürzt. Das passt ja. Sky Saga Infinite Eisel funktioniert nicht mehr. Gut, okay. Ich würde sagen, bis demnächst, euer TJ Player.